zu Part 3. Hallihallo. Wir haben uns wieder ein bisschen ausgerüstet. Ich habe meinen Kram hier in diese Kiste gepackt. Wir haben oben am Ende des Creeper-Gangs konnten wir ein Bett hinstellen aus den restlichen 2 Wollen und 4 Spinnenseiden. War schon mal sehr positiv. Jetzt können wir hier spawnen. Als Taktik habe ich mir jetzt überlegt, hier durch diesen Raum durchzudüsen mit dem Allernötigsten. 10 Fackeln, 4 Schüsseln. Entweder ich bekomme ein bisschen was ausgeleuchtet oder mit viel Glück kann ich so eine Pilzkuh melken. Beides wäre halt relativ gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie vorwärts kommen. Bist du auch relativ leer, Stoll? Ich habe ein Schwert und 10 Fackeln. Was hältst du davon, wenn du die Monster auf dich ziehst und mich hier durchdüse und melke? Dann mal los. Versuch Eins, nur nicht die Treppe hier zu sprengen. zwei, drei. Jetzt finde ich natürlich gerade keine Kuh. Ich bin gerade aneinander vorbeigerannt, aber ich habe keine Schüssel. Oh, hier hinten ist ein Gang. Au, au. So, ich habe keine Fackeln mehr, ich muss wieder raus. Wenn ich es überlebe. Ich Hier habe sind ein überall Herz. Creeper-Spawner. Ich habe ein Herz, aber genug Suppen. Das war's. So, noch eine Runde. 10 Fackeln, los geht's. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Ich habe jetzt noch keinen Block in der Hand. Macht aber nichts, die Sachen liegen direkt hier unten. Ah! So, weitere 10 Fackeln sind unten. Gut, ich habe die Suppen gerettet. Packe ich jetzt einfach meine Kiste. Oh, oh. Nee, ich hätte fast überlebt. Meine Fresse. Eine Kuh ist jetzt halt drauf gegangen. Aber ich habe relativ viel Licht gemacht. Ich denke, so langsam ist es soweit, dass wir wirklich versuchen können, es unter Kontrolle zu kriegen. Ein bisschen mehr Licht noch. Ich habe Wir halt könnten keine Fackeln mehr. den einen Spawner mal noch mitmachen. Ich habe 18, warte mal. Ich Es muss dir sind helfen. überall Spawner. Ich habe das Gefühl, so unter jedem Slow Sand und Geh mal ein Stück zurück. Netherwarzen sind Spawner. So kommt es mir zumindest mal vor. Weil immer wenn ich mich in die Nähe von Netherwarzen begebe, bin ich umzingelt von Creepern. Startest du noch eine Ablenkrunde? Beziehungsweise eine Fackelrunde? Ich Ich gehe versuche mal nochmal diesmal melken. gehe ich diesmal gehe ich aber mal links rum. Mach das. Au, 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 au. Ja, hier sind Creeper-Spawner, eindeutig. Er hat meine Fackel gesprengt. Das ist die fucking Kuh. Da hinten ist eine Kuh. Hier ist ein Gang. Ich gehe jetzt diesen Gang runter. Wolle. Sehr nice. Ich guck mal, ob ich irgendwie den Rückweg überlebe. Mobile Food Rail System, Fred. Was denn? Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wo ich gestorben bin. Ich habe ein Mushroom-Ei. Wir können uns ein Mushroom mit in unsere Basis nehmen. Das ist ziemlich gut. Ich Bringst du muss nur lebend Sicherheit? hier rauskommen. Hier ist noch eins. Ich hole nur eins mit zur Sicherheit. Ist hier Leder drin für Rüstung? Nein, Scheiße.
soll das denn? Wow! Der Kerl hat Selbstschussanlagen eingebaut. Echt? Ja. Das ist eine Schussanlage, die schießt Gift und Damage Potions raus. Ich bin gerade vergiftet und gedamaged worden. Fred, ich habe eine Wolle und Mushroom, ey. Ich weiß nicht, ob ich lebend hier rauskomme. Naja, immerhin ist ein Spawner mit kaputt gegangen. Hätten wir jetzt noch ein paar Fackeln. Die Treppe am Anfang, lebt die noch? Kann ich durchsprinten? Das weiß ich nicht, warte. Ja, die lebt noch. Musst du nur finden, weil ich habe sie nämlich vorhin leider nicht gefunden. Das war so mein Problem, warum ich nicht zurückkommen konnte. Kannst du mir vielleicht was bauen, dass ich besser rauskomme? Weil ich habe dieses gottverdammte Ei in der Tasche. Und eine Wolle. Kleinen Moment. Ein paar Blöcke, die nehme ich noch mit. Goldene Spitzhacke. Hat eine goldene Spitzhacke. Mhm. So, jetzt müsste eigentlich ziemlich gut rauskommen. Du musst halt es sind halt 3000 Creeper zwischen dir und zwischen mir und der Treppe. So, ich versuch's jetzt. Ich sehe dich. Shit, oh shit. Geh weg da. Weiter geradeaus, hier lang. Ich finde die Treppe nicht. Ne, links, da hoch, links hoch. Zurück, hinter dir. Ich hab's ja gesehen, ich hab nur den Gang hoch nicht gefunden. Ich muss nochmal zurück, um zu heilen. Ich hab den scheiß Kobbel hab ich gesehen. Ich hab aber beim besten Willen jetzt nicht gesehen, wie ich da hochkommen soll. Weil es ist nirgends ein Übergang von irgendwo da. Ich müsste doch was bauen, sonst komme ich doch nicht hoch. Meiner Meinung nach. Guck ich mir gleich an. Ich meine, ich kann hier genug essen. Ich kann das hier noch 10 Mal machen. Nochmal heilen. Und oh, hallo. Du hast recht, hier ist ein bisschen ohne Spinne. Spinne wird tot. Ich würde halt schon auch gerne so ein bisschen Slow Sand mit hier rausnehmen, weil Netherwarzen habe ich. Komme ich hier hin, ohne zu sterben? Jetzt kommst du hoch. Okay, ich versuche es. Au. Fängt ja schon gut an, direkt angeschossen. Oh, warte. Das ist das Schlechteste, was es gibt. Ah. Oh Gott. Das war's. Okay, eine Chance haben wir noch. Mit dem Mushroom-Ei. Aber nur noch eine. Ist das jetzt explodiert, oder wann? Ja. Ich renne mal rüber, du musst die Treppe verbessern. Ich brauch Schutz außenrum, sonst wird das nichts. Mach das. Weil die haben mich halt seitlich runtergekickt. Alter, ist doch mittlerweile ein Krater. Naja, das ist ja das Problem halt. Oh, das war nicht gut. Sprint, verdammt, sprint doch. Ein
Wolle nehme ich diesmal aber keine mit, das ist mir zu heiß. Wenn die alle weg sind, haben wir wirklich ein Problem. Ich brauche eine mindestens zwei breite Brücke, Treppe, wenn nicht sogar drei. Um zu verhindern, am Maroner zu fliehen. Ja, dann warten wir noch da, wo du bist. Ich muss halt erst das bauen. Ich komme eh nochmal zurück. Warum? Ich habe kein Schwert dabei zum Blocken. Das ist dann quasi mein sicherer Tod. Brücke ist jetzt ganz links an der Wand, wo du runter bist praktisch. Wo jetzt diese Kuh da rumläuft, kommt dann eher wieder auf den Weg. Nee, jetzt bin ich da runtergefallen. Also, Spaß von Klettern. Problem ist, die finden jetzt halt alle hier hoch. Ist ein Creeper da runter grinsen, das ist schon mal ein Problem. Zum Beispiel das. Oh Mann, och nö. Was ist denn den jetzt hier? Silberfisch gefunden. Ich glaube, er kommt nicht hoch. Es sind vier. War schon geschlagen? Ja. Ja, dann sind drei dazukommen. Ignoriere sie einfach. Könntest du mir mal hier irgendwie, dass ich mir ein Schwert holen kann? Ja, eine Truhe. Ich komme doch da nicht hoch. Warum denn? Ja, wie denn? Tatsächlich. Das hat er weggesprengt. Wunderbar. Zack. Und ein paar Fackeln. Ist der Silberfisch jetzt verschwunden? Er ist bestimmt wieder in irgendeinen Block drin. Ist das gut? Ja, dann nervt er zumindest mal. Wer steht jetzt nicht, in welchem Block er ist? Also pass auf, wenn du deinen Kobbel hier abbaust. So. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich habe nur noch vier Herzen. Ah, da oben ist Mushroom-Suppe. Warum esse ich die nicht? Ne? So, dann heile ich mal kurz und dann stürme ich mal nochmal rüber. Das Problem wird jetzt halt sein, ich habe jetzt eine zwei Block breite Treppe. Also ich muss die dann öffnen da unten. Ja, natürlich, du musst auch, also du musst quasi warten, bis ich komme. Du musst vorher da unten halt alles wegschaffen. Wie soll ich die Leute da wegschaffen? Das geht ja nicht. Du musst jetzt, wenn du runtergehst. Da steht im Moment ein Zombie und ein Creeper, Fried. Du musst die wohl wegschaffen können. Die hinter dir herziehen. Und du musst halt wirklich sehr stark bemühen, da auch durchzukommen. Ich guck mir das jetzt erstmal an, damit ich meine Hände das erste Mal sehe. Ich stelle noch mehr Fackeln auf, damit das dann noch mehr genau siehst. Das hier gefällt mir. Jetzt könntest du hier vielleicht mal noch ein... Ich grab nirgends mehr was weg, vergiss es. Ja, schon keine Blöcke mehr. Hä? Blöcke habe ich keine mehr, müsste ich hier hinten abbauen. Nein, dann lass es. Dann muss ich halt aufpassen. So, wo habe ich dann hier jetzt mal eine Lücke, um durchzustürmen? Hier, das sieht ganz gut aus. Nee, tut das nicht. Also die Wolle aus dem Bereich hier hammern dann, ja? Und nee. Wieso denn? Naja, ich verreckt bin eben. Also, ja, jetzt gleich, beim zweiten Versuch.
Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe. Dann haben wir es. Ja, dann können wir uns hier verziehen. Ja, und das Ei hast du dann halt noch. Das ist ja unbegrenzt Essen. Darum geht es jetzt halt. Wenn wir das verlieren, haben wir ein Problem. Es stehen zwar noch ein paar Mushrooms da hinten drin, aber die müssen wir dann hier rausschaffen. Das Ei wäre halt praktisch. Okay. So, dank den vielen Fackeln wirst du es wohl finden. Oh. Okay, ich muss los jetzt. Oder auch nicht. Wieso ist denn der jetzt bitte hochgegangen? Ich habe keine Ahnung, wieso der jetzt hochgegangen ist gerade. Du musst jetzt so runter und ich baue die Treppe halt wieder auf, wenn du zurückkommst. Weil es bringt einfach nichts, hier was zu bauen und drauf zu warten. Ich bin weg. Mach, was auch immer du machen musst. Lass mich verarschen oder was? Lass mich doch rein, lass mich doch rein. Uiuiui, meine Nerven. Wir machen es einfach so, wenn du im Rückweg bist, bevor du die Monster hier unten an der eigentlichen Treppe pulst, gehe ich mich opfern leer und zieh die auf mich, damit du durchkommst. Das wäre eine Möglichkeit, pass halt auf, dass die Treppe dabei nicht hochgeht. Das ist ja relativ schlicht. Also spring am besten in eine andere Richtung runter und versuch sie dann irgendwie zu locken. Weil es ist jetzt halt auch nur noch... Die Treppe ist halt noch nicht da, ne? Die muss ich noch bauen. Aber... Ich stehe hier hinten im Ecken und warte. Du hast alles. Ich habe das letzte Mushroom-Ei und die vorletzte Wolle im Inventar jetzt. Wow, komm. Sprint der doch! Ich geh's nochmal locken. Nee. Komm hoch, Alter. Nee! Ich bin tot, du auch. Nee, noch nicht. Komm da hoch. Ich bin oben. Ich gehe so kloppen. Ich hab's geschafft. Die Treppe ist weggesprengt. Sie kommen nicht mehr hoch. Ich habe es geschafft. Naja, mein Harakiri-Plan ist auch nicht so aufgegangen. Ich habe es geschafft. Scheiße, Mann. Der Assi. Lass uns raus hier. Der kleine dreckige Dreckbock. Oh, mein Nerv. Treffen uns auf der Kreuzung. Ich will halt die Sachen noch mitnehmen. Ja. Ja. Treffen uns da, wo der Baum ist, nicht an der Kreuzung. Baum? Ja, da, wo unser Baum steht. Unser Baum steht? Ja, unser Baum. So, unser Baum und so. Dann müssen wir Nimm das Bett mit, dann machen wir unseren Spawn. Willst du also über die Kreuzung hinaus noch weg? Ja, ich brauche erstmal Werkzeug. Wir können uns doch an der Kreuzung einrichten. Hinter uns ist ja eigentlich nichts. Können wir von mir aus auch machen. Sind die Wände hier sicher? Kann ich hier buddeln? Das sieht mal so aus. Hast du eine Spitzhacke? Ja. Gib mir mal gerade. Hast du das Bett mitgeholt? Ja. Nimm die Spitzhacke. Warte, ich mache jetzt erstmal so. Damit uns doch nichts mehr auf den Sack geht. Ja, das wollte ich auch machen. Dass der nicht bricht. Guck mal, auf Glas kein Bett stellen. Nee. Ich mache hier doch gerade eine Alkove. Du könntest aber mal nach dem Kram holen gehen, den wir noch am Baum stehen haben, wenn ich hier buddle. Da steht da noch die Kiste mit der ersten Wolle und noch ein bisschen Zeug. Dann hauen wir das Bett los.
da, mein Spawn sitzt. Meiner auch. Gott sei Dank, das Essensproblem ist gelöst. Gott sei Dank. Oh. Ich habe einen Creeper gefunden. Ich hab's gehört. Boah, war das eben stressig da unten, ey. Mein Schwert war auf der falschen Stelle, deswegen war ich so panisch. Ich hab meinen Schwertknopf gedrückt und hat plötzlich eine Schüssel in der Hand. Das ist schlecht. Hallo. Haben wir statt zugemacht? Wir müssen da ja schon auch durch. Zur Sicherheit jetzt. So, dann war das ja doch noch relativ erfolgreich. Wenn man das so nennen kann. Bisschen. Ich meine, wir haben die Wolle und haben was zu essen. Also, ich würde das erfolgreich nennen. Ja, ist echt. Ist echt. Gute Ähne Stück Sand. Das ist die weiße Wolle von. Ah. Der Kiste. Mushroom. Ich muss mal gut aufpassen. Ist kein Holz mehr da. Nur Stöcke. Dann sollte man vielleicht zwischen dieser Session und der nächsten Session ein bisschen Holz farmen. Können wir machen. So, wo gehen wir das nächste Mal hin, Fred? Ich überlege gerade. Damit die Leute schon wissen, auf was sie sich freuen können. Ist da jetzt noch Wasser an, hm? Float klingt sehr nach Wasser, ja. Uma Kessel ist halt auch nicht wirklich netter, meiner Meinung nach. Ich mag aber Schlösser. Ich mag aber Boomer nicht. Ja, da kann man nichts dran ändern. Würde ich sagen, gehen wir zu dem zum Boomer Kessel. Definitiv. Ja. Hier könnte eine Fackel stehen. Ich habe genau eine. Und Kohle müssen wir noch aufstocken. Oh ja, das stimmt. Na, das können wir dann zusammen mit dem Holz erledigen. Gut, Holz. Machen wir Schluss. Und bis zum nächsten Mal und Boomer Kessel. Auf Wiedersehen.